Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es geht taue. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir sind jetzt mal eigentlich im Dampfkesselraum stehen geblieben, aber in meinem ersten Versuch, diese Folge aufzunehmen, ist leider ja, das Spiel und mein ganzer PC abgestürzt. Das Problem kennen wir ja schon aus Arkham Origins. Deshalb versuchen wir es jetzt einfach direkt nochmal. Leider habt ihr jetzt nicht gesehen, wie ich die Sachen von Mr. Freeze eingesammelt habe. Es war einfach nur ein Upgrade für unseren Freeze-Schuss, eine Freeze-Granate, mit der wir Gegner einfrieren können. Die können sich dann aber halt noch mit dem Oberkörper bewegen und weiterhin angreifen. So, danach sind wir einfach nur hoch zum Joker gegangen. Ich habe ewig gebraucht, um wieder raufzukommen, weil ich nicht gecheckt habe, dass wir den Aufzug zweimal nach oben fahren konnten. Und die Cutscene habt ihr jetzt ja schön gesehen. So. Und hier mitten im Kampf ist es abgeschmiert. Deswegen mal gucken. Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! So, zack, 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 zack. Erinnerst du dich an Mr. Abramovich? Keine Sorge, Batman. Er ist so gut wie harmlos. Kapiert? Das dauert nicht lange. Ooh.
richtiger Rückenbrecher. Oh oh. Noch einen letzten Wunsch? Ah, wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Hey, Talia. Nimm mich an seiner Stelle. Ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Ja, tut sie. Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Au. Nach dir, teuer. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Sehr schlau, Talia, sehr schlau. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Jo. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Die arme Selina. Keinen Kuss bekommen. Und einfach so abgefertigt. Drüben geht's zum Tresor. Auch wenn dieses Spiel gerade sehr laggy verhält. Zentrale. Wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halten und auf weitere Befehle warten. Zack. Jesus Christus. Und Catwoman kämpft echt. Hey, brav, hey. Ivy, ich kann mich immer. Was geht's denn hier runter? Achso, einfach nur den Abwasserkanal. Was ist das?
Oh, ich muss doch hier rein. Okay. Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Hallo. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Was soll denn das jetzt heißen? Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Schilde 3 Zugangskarten von Tigerwachen ohne gesehen oder gehört. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Stehlen und nicht ausschalten, Leo. Sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. So, dann gehen wir direkt mal wieder zurück dahin, wo wir herkamen. Das war doch irgendwo hier, meine ich, genau. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören! Im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Los, komm hier um die Ecke. Noch ein Stück vor. Ach komm, du willst es doch auch. Ziel gesichtet! Aua. Okay, Selina geht echt um einiges schneller drauf als Batman. Es wird mir ein Vergnügen bereiten, das ihr Gehirn zu... Großaufnahme von Tim. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören! Im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Dann, 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 dann. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Könntet ihr bitte mal nicht so auf einer Stelle stehen, Leute? Bitte mal ein bisschen aufteilen. Dankeschön. Ich weiß, zwei von euch kleben an der Tür fest. Vorwärts und um die Ecke, bitte. Zählt mal durch. Schön, wie sie es halt effektiv echt nicht interessiert.
Wir haben es registriert, aber machen halt nichts. Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter, bei meiner Position! Ja, die zwei bewegen sich nicht. Schön. Ziel. Hier Tiger 54. Sie haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. So. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl anscheinend der Bomben hat das Ziel die Sahne gefunden. Machen Sie 1000 davon. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Das ist so gemein. Wie fühlt sich das an, Ivy? Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Erteilt dir eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch sie. Du bist kein... Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Oh nein. Das sieht halt echt übel aus. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Interessant, ich bin tatsächlich noch nie diesen Weg hier genommen. Scheiß auf ihn. Alles klar. Ja, ne? Das ist natürlich noch nicht das Ende. Aber schon witzig. Kann mich jemand hören?
Mein Name ist Barbara Gordon. Wir werden angegriffen. Jokers Leute sind zu stark. Mein Vater ist tot. Ach was, alle sind tot. Wir verlieren. Eindringlinge in Wayne Manor. Joker hat gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Er hat gewonnen. Wir können nichts tun. Bruce ist tot. Nicht mehr da. Wir sind alle weg. Wenn mich jemand hört, schickt Hilfe. Bitte. Ah, cool. Erstmal Spiel zurück. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Na dann mal auf ins Stahlwerk. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Sie könnten einfach und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Und dann hinter Batman. Verstanden, Sir. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Mein Gott, nee. Als Frau hat man nichts als Arbeit. Immer halt diese durch, gut aussehenden ich werde dich retten. Milliardäre. Mit Größenwahn. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Sicherheit, eine Menge Geld. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Bis dann, Selina. Danke fürs Retten. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. So. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Ich will den aber auch nicht. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Ich würde jetzt aber gerne mal hier. Dankeschön. Bestätige Treffer. Mehrere. Ich bin Turmhof überlegen. Tiger in der Stadt.
Nach seinem Streit mit Commissioner Gordon, bei dem es im Kern um die Polizeiarbeit in Arkham City ging, gab Quincy Sharp bekannt, dass eine Privatfirma mit sämtlichen sicherheitsrelevanten Aufgaben betraut wurde. Tiger. Was außer Hugo Strange jedoch niemand wusste, war, dass jede der sorgfältig ausgewählten Tiger-Waffen einer posthypnotischen Suggestion ausgesetzt war. Sie waren nur einer Person gegenüber loyal und diese Person war Hugo Strange. Ach, wen wundert's, ne? Mich nicht. Okay, wir haben Ausrüstung. Batsuit haben wir noch, den Schockwellenangriff. Komm, wir machen mal. Da haben wir das ja vorerst. Ah, nicht verstärkter Gleitangriff gibt's auch noch. Und das da gibt's dann halt noch. Aber da haben wir und dann auch noch mal hier Schallbatterang, Batclaw entwaffnen. Kryptographie, Energieverstärker, Freeze-Granate haben wir schon bekommen. Freeze-Mine mit Annäherungszünder haben wir dann noch. Das Seil, den Drahtseilwerfer. Spezial-Multi-Ausschalter. Ah! Sehr schön. Den werden wir dann als nächstes machen. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. So, wir müssen uns noch weitere Hedis anhängen. Ziel gesichtet. Zielperson Batman verschwunden. Keinen Sichtkontakt. Batman gesichtet. Hab keinen Sichtkontakt mit Batman. Haben wir schon ein Scan. Was steht's mit dem hier? Auch schon gescannt. So, was haben wir da hinten? Haben wir noch nicht gescannt. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zu Batman. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Boom, ihr könnt 20 Insassen streichen. Also die Zahl der Insassen geht gerade am Ende runter. Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere, 17 Tote. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ja, das muss ich halt wirklich jedes Mal diese Drecksrufen machen. Ziel wurde getroffen. Mehrere Treffer in Sektor 2.
Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Alter. Ey, ich muss mich langsam beeilen hier. Sonst ist am Ende keine... Ziel wurde getroffen. Batman gesichtet. Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Zack. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. So scannen wir das richtig. Todeszahl in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Sie haben mehrere Tote. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham City. Bis dahin und tschüss.